Hallo und willkommen zu meiner allerersten Folge meines neuen Let's Plays. Und das, obwohl das erste Let's Play nicht mal zu Ende ist. Aber egal, das wird mich nicht hindern. Und zwar hatte ich ja bereits in meinem kleinen Debüt angekündigt, dass ich noch ein Let's Play machen möchte. So, ich hatte gesagt, das sei ein Schurken-Let's Play und daran möchte ich mich auch teilweise halten. Und zwar, es gibt ein Problem. Ich möchte, dass dieses gesamte Let's Play die komplette Story umfasst. Und mit meiner Schurkin habe ich leider schon ein Level in dem neuen Gebiet gequestet. Was bedeutet, dass wir keine Möglichkeit mehr haben, die komplette Experience mitzunehmen. Außer wenn ich erstmal mit einem anderen Charakter so weit spiele, wie meine Schurkin ist, und dann rüber switche zu meiner Schurkin. So, und der glückliche Auserwählte ist mein... Oh Gott, wie heißen die? Mein Rufer. Oh Mann, ich sollte echt mal WoW spielen. Jedenfalls, er ist Wiederherstellungsrufer, sehe ich gerade. Und ja, also ich habe jetzt Folgendes vor. Ich habe nur ein bisschen gequestet mit meiner Schurke, nicht so viel. Und wir werden jetzt einfach mit diesem gut aussehenden Dude so viel questen, bis wir meine Schurke aufgeholt haben. So können wir die gesamte Story mitholen. Und ja. Dann noch ein bisschen die neue Klasse kennenlernen. Ja, und somit haben wir einfach eine Win-Win-Situation. Ja, deswegen würde ich mal sagen, starten wir direkt los und verleiben uns die komplette Geschichte von den neuen Add-on rein. Ich kann es kaum erwarten. Übrigens ist es für mich komplett untypisch, dass ich einen männlichen Charakter habe. Ich mag es normalerweise überhaupt nicht, männliche Charaktere zu spielen, aber hier fand ich die weiblichen echt nicht schön. Also die weiblichen Rufer haben irgendwie das Model von weiblichen Menschen. No offense, aber mir gefällt das überhaupt nicht. Und die männlichen Rufer haben das Model von Blutelfen. Und ja, das gefällt mir doch wesentlich besser als das von weiblichen Menschen. Deswegen hier die Ausnahme. Ja. Aber generell schon mal richtig cool. Ich habe nun keine Ahnung, was die ganzen Fähigkeiten nochmal waren. Aber egal, wir werden es herausfinden. Ich bin schon sehr gespannt. Das Ding sieht ja mal cool aus. Okay, Leute, ich habe gerade eben versehentlich eine komplett falsche Quest gestartet. Oh, das geht ja schon super los. Tatsächlich habe ich hier schon ein bisschen begonnen. Allerdings überhaupt nicht viel. Deswegen schauen wir uns mal die Quests an, die ich bereits angenommen habe, zu den Drachenlanden. Und zwar, Nalaidea scheint voller Begeisterung, aber sie ist Historikerin, keine Soldatin. So wie wir. Sie hat keine Ahnung von den Gefahren, denen wir uns auf den Dracheninseln gegenübersehen werden. Nicht, dass sich die Horde Sorgen machen müsste. Schließlich werden wir Dunkelkrallen die Expedition schützen. Ich werde mit Ebisian und den Anführern der Horde die Missionslogistik besprechen. Hodeti erkundet mit den anderen die Stadt. Gebt ihm Bescheid, dass wir uns am Zeppelin-Turm versammeln. Ich sehe euch dort. Okay. Stimmt, das sind jetzt so kleine Vorbereitungen, bevor wir überhaupt auf die Dracheninseln kommen können. Nalaidea scheint voller Begeisterung, aber sie ist Historik. Oh, was? Da war ich doch schon. Jetzt. Erfreut euch kennenzulernen. Ich bin Nalaidea Flussglanz. Die Einladung, die Dracheninseln aufzusuchen, ist eine überaus aufregende Aussicht. Meint ihr nicht auch? Die Archäologische Akademie hat ihre Ressourcen mit den entsprechenden Mitgliedern unserer Expedition zusammengelegt, um uns bei der Koordination unserer Anstrengungen zu unterstützen. Als Mitglied der Drachenschuppen-Expedition ist es mir eine Ehre, euch willkommen zu heißen. Zunächst müssen wir jedoch weitere Mitglieder für unsere Reise finden.
Wollen wir beginnen? Oh ja, ich kann es kaum erwarten. Ach ja. So. Dann machen wir zuerst das hier. Überbringen wir mal die Befehle. Ich muss echt zugeben, ich habe sie mit meiner Schurke nicht wirklich durchgelesen, weil ich einfach nur schnell vorankommen wollte. Aber das wird jetzt nachgeholt. Ich denke nach. Willkommen in unserem provisorischen Trainingsbereich, mein Freund. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier oben niemand stören. Man hat mir versichert, dass dieser Bereich heute zur Verfügung steht und Trainingskämpfe erlaubt sind. Schuppenkommandantin Blutrecht möchte, dass ihr sie am Zeppelinturm trifft. Das Glück ist auf unserer Seite. Das Glück ist auf unserer Ich Seite. glaube an einen Plan, nicht an Glück. Gut, dann haben wir das erledigt. Müssen wir nur noch die anderen. Wo sind denn die Schlinge? Da bin ich ja eigentlich schon in meiner Gilde drin. Nein, noch nicht. Naja, mache ich später. Alles zu seiner Zeit. Unsere Handwerker sind die besten im Möchtet ihr ganzen etwas Schutzgebiet. kaufen oder etwas herstellen? In beiden Fällen habe ich all die besten Kontakte. Die Handwerksgilde von Orgrimmar stellt nur hochwertigste Waren her. Wir brauchen Handwerker für eine Expedition zu den Dracheninseln. Möchtet ihr mitkommen? Die Dracheninseln? Es wäre uns eine Ehre, die Expedition zu begleiten. Ich bereite meine besten Handwerker auf das vor, was uns erwartet. Ich fast davon gedüst. Ich mache momentan noch ein anderes Let's Play für die Leute, die hier ganz neu dabei sind. Und bei dem bin ich momentan nur in Classic unterwegs und da ist das höchst ungewöhnlich. Eigentlich kommt es so gut wie nie vor, dass irgendwas synchronisiert ist. Deswegen mache ich so schnell die Biege. Aber da muss ich mich hier einfach umgewöhnen. So, ich glaube, die war da oben. Interesse an einem Schnappschuss? Coralie. Oh, hallo. Möchtet ihr eine Entdeckung mit uns teilen? Bei unserem monatlichen Treffen ist immer Platz für einen weiteren Gelehrten. Ihr werdet nicht glauben, was Lali letzte Woche im Jadewald gefunden hat. Das klingt ehrlich gesagt auch cool, so als Real-Life-Job. Wir brauchen Gelehrte für eine Expedition zu den Dracheninseln. Möchtet ihr mitkommen? Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, als Archäologin heutzutage Karriere zu machen? Ist das noch ein sehr gefragter Beruf? Wäre interessant zu wissen. Ich weiß, dass mein Freund mal Archäologe werden wollte, als er kleiner war. Das ist aber auch schon eine Zeit lang her. Irgendwie süß der Traum. Was für eine So. Gelegenheit. Denkt nur an all die wundersamen Relikte der Drachenschwärme. Ich werde die weisesten Gelehrten für unsere Expedition versammeln. Ich liebe die Wildnis hier. Cool. So, da war es nur noch eine. Ui, ui. Ach, müssen die so weit verteilt sein? Ein Forscher. Ich bin gespannt. Ich muss übrigens noch die kompletten Shadowlands da durchquesten. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, was mit Sylvanas passiert ist und so. Würde mich actually interessieren. Ah, ein Volpera. Habt ihr kürzlich Berge erklommen? Diese Stadt ist voller Orte zum Erforschen und voller Felsen zum Klettern. Habt ihr Lust auf eine Lektion? Das wäre echt cool, wenn man hier so klettern könnte wie in Genshin oder so. Wir brauchen Forscher für eine Expedition zu den Dracheninseln. Möchtet ihr mitkommen? Die Expedition begleiten? Wir werden viel mehr als das tun.
Wir zeigen euch den Weg. Cool, das klingt schon mal sehr vielversprechend. So. Da haben wir schon wieder die falsche Quest. Weg damit. So, wo müssen wir uns jetzt melden? Nur da drüben, soweit ich weiß. So, müssen wir hier noch was vergeben? Ich glaube, da hatte ich mir tatsächlich einen Guide angeschaut, um das zu machen. Kann mich aber auch irren. Ach ja, wie greife ich denn mit dem Heiler hier überhaupt an? So. Wie seid ihr eigentlich drauf? Lest ihr euch immer alle Questtexte durch oder hört ihr lieber nur so dem Gesprochenen zu? Blitzschnell versammelt. Ich schätze es, wenn meine Reisegefährten effizient arbeiten. Mein Gott, immer dieses Sprechen dazwischen. Aber ich finde es nice. Ich finde, das ist eine richtig gute Änderung und ich wünsche, die hätten das schon vorher gehabt. Habt ihr Fragen? Ich habe Antworten. Unsere Späher berichten, dass die Meere durch heftige Elementarstürme auf gefährliche und unnatürliche Weise aufgetürmt werden. Bis sich das gelegt hat, fahren wir nirgendwo hin. Warum schaut ihr nicht in der Zwischenzeit, womit ihr helfen könnt? Haltet Ausschau nach etwas Interessantem. Okay. Ich bin überzeugt, dass die Expedition ein großer Erfolg wird. Denkt daran, Entdeckungen sind magisch. Ich bin höchst erfreut, dass die Drachtier uns auf der Expedition begleiten. Drachtier? Drachtür, oder? Ach, ich bin so scheiße im Namen aussprechen. Dragtür. Ihre einzigartige Perspektive wird sich gewiss als wertvoll erweisen. Und wenn Sie mehr über Ihre Geschichte in Erfahrung bringen, gelingt es Ihnen womöglich besser, mit den aktuellen Umständen zurechtzukommen. Wie ich schon sagte, die Geschichte hat noch jede Wunde geheilt. Berichtet dann, was ihr findet. Oh. Ein Angriff. Wachen! Verhaftet diesen ansehnlichen Zauberer. Keine Sorge, er ist dein Freund. Katka. Entschuldigt meine plötzliche Ankunft, aber die Neuigkeiten, die ich bringe, können nicht warten. Dann schieß mal los. Flüstern in den Winden. Hallo, Aki. Es ist lange her und ich wünschte, wir hätten mehr Zeit zum Plaudern. Aber ich hatte gerade eine recht erhellende, nein, eher unheilvolle, ja, eine unheilvolle Unterhaltung mit einem alten Freund. Manchmal kann eine Enthüllung immerhin beides sein. Ich muss euch berichten, was ich erfahren habe. Wir haben viel zu besprechen. Was ist geschehen? Eine Katze. Ist das Maligos? Ich hatte nicht so bald wieder mit euch gerechnet, mein Freund. Nachdem ihr dem Ruf zu den Inseln gefolgt seid. Etwas ist geschehen, Khadga. Etwas Schreckliches. Caligos. Caligos, nicht Maligos. Es ging alles so schnell. Und Furorion, jung wie er ist, war so mutig oder eher töricht, es verhindern zu wollen. Aber er kam zu spät. Der Sturm war bereits entfesselt. Was ist das? Sie ließ mich am Leben, als Bote. Sie kommen, um die ganze Welt vom Schmutz der Titanen zu läutern. Alexstrasza, wer ist das? Was ist das? Das ist Rassageth, jüngste der Urinkarnationen.
Inkarnationen? Vier gefährliche Anhänger der Elementarkräfte. Mit der Benennung der Aspekte nahmen wir die Geschenke der Titanen an. Sie taten es nicht. Der darauf folgende Krieg war entsetzlich. Nur mit all unserer Kraft konnten wir sie verbannen. Wenn die so gefährlich waren, warum wurden sie nicht zerstört? Ich brachte es nicht übers Herz. Wir waren einst wie Geschwister. Mit der Zeit ist ihr Zorn nicht verebbt. Seht uns an. Wenn sie ihre Geschwister befreit, können wir sie nicht aufhalten. Und falls Iridikons Gier entfesselt wird, dann bleibt uns keine Wahl. Wenn wir wieder die Beschützer sein wollen, müssen die Aspekte unserer Schwärme sich wieder erheben. Unsere Königin ist entschlossen, Khadgar. Aber wir finden gerade erst wieder zu uns selbst. Und ich fürchte, ohne Hilfe werden wir niemals die Chance haben, unsere Zukunft zu sichern. Dann scheint es, als müssten die Sterblichen wohl auch diesem Aufruf folgen und diesem Sturm die Stirn bieten. Okay, sehr schöne Cutscene, aber dafür ist WoW ja bekannt. Nice. Gut. Für Azeroth. Jederzeit. Das sind in der Tat beunruhigende Neuigkeiten. Aber gewiss wart ihr euch der Gefahren bewusst, die uns erwarten. Ah, eure Erfahrung könnte mir helfen. Zu den Dracheninseln. Unser Expeditionsvorhut ist auf den Dracheninseln gelandet. Dank den Bemühungen der mutigen Mitglieder der Drachenschuppen-Expedition haben wir einen geschützten Landeplatz auf den Dracheninseln eingerichtet und Kontakt mit der Botschaft des Drachenschwamms aufgenommen. Wollt ihr uns auf unserer nächsten Reise zu den Dracheninseln begleiten? Der Expeditionszeppelin sollte bald kommen. Unterhaltet euch in der Zwischenzeit mit den anderen Forschern. Tja. Ich werde helfen, wenn ich kann. Ihr glaubt ja nicht, was ich gefunden habe. Bald steht uns eine ganz neue Welt zum Erforschen offen. Ihr seht aus, als hättet ihr Talent. Rad reparieren. So. Das Handwerk braucht Übung. So viel zu katalogisieren. Ich muss immer daran denken, welche Wunder uns wohl erwarten. Alles hier ist so wunderschön. Hat hier so eine Kamera? Wow. Oh, nice. Und der Zeppelin ist da. Yay. Aber ich denke mal, das schneide ich für euch. Das muss man sich jetzt echt nicht antun, diese Fahrt. Obwohl. In Kürze brechen wir zu die draufgängerische Drachenschuppe in all ihrer stacheligen Pracht. An Bord, Freunde. Endlich! Ich wäre mittlerweile einmal hin und zurück geflogen. Mir hat es nichts ausgemacht. Ich habe derweil ein paar aufregende Bilder vom Küstenleben geschossen. Ihr bekommt jede Menge Bilder auf den Dracheninseln. Es gibt viele neue Arten dort. Die einen vielleicht fressen wollen. Süß irgendwie. Dann genießen wir mal die Landschaft hier. Also, das scheint eine Art, ja, so ein bisschen vulkanmäßig zu sein. Eventuell. Schade, dass man sich hier nicht bewegen kann. Türme
Okay, das klingt falsch. Und all die schicken Dekorationen, die wir für Rüstungen einschmelzen können. Konzentriert euch! Beobachtet den Himmel. Man weiß nie, wo die Gefahr lauert. Sehr hübsch. Das ist so lange her. Es ist gerade tatsächlich so, als ob ich das zum ersten Mal erleben würde. So, gehen wir wieder runter. Auf den Dracheninseln, Abenteurer. Das wird das Abenteuer unseres Lebens. Das wird ein Jahrhundertabenteuer. Schön, dass Sie sich daran halten, was dort steht und was gesprochen wird. Let's go. Willkommen auf den Dracheninseln. Der Protodrache sieht hungrig aus. Forscher in Not. Missversteht das wissenschaftliche Vorgehen der Expedition nicht als Zaghaftigkeit, Aki. Aki ist übrigens meine verstorbene Katze. Es hat mir ein bisschen anders geschrieben, also einfach nur A-K-I, aber das war natürlich schon vergeben. Und damit wollte ich ihn ehren. Naja. Wir sind keine Einsiedler, die in weit entfernten Türmen ihre Bücher studieren. Wir sind Abenteurer, die in jedem Winkel Azeroths nach Wissen aus erster Hand suchen. Diese Leidenschaft für Abenteuer bringt uns oftmals in Gefahr und einige Expeditionsmitglieder haben sich ein bisschen mehr vorgenommen, als sie bewältigen konnten. Wir sollen 3 Mitglieder retten? Das machen wir doch gleich. Ich akzeptiere nur die feinsten Erzeugnisse. Ihr habt ja nicht gerade viel Gepäck dabei, hm? Boss Margor öffnet seine Faust, um einen matt schwarzen Stein in seine Handfläche zum Vorschein zu bringen. What? Alles, was ich brauche, ist mein Werkzeug und mein Glücksstein. Alles andere besorgen wir unterwegs. Voll cool, wie der sich bewegt. Ach man, ich finde, das wäre ein Classic auch so. Es bringt so viel mehr Leben rein. So etwas wie diese Protodrachen habe ich noch nie auf Azeroth gesehen. Ihre Schuppen scheinen von Natur aus feuerfest zu sein, stärker als Stahl, und sie büßen dabei nicht an Flexibilität ein. Unglaublich. Meine Kunsthandwerker, und zwar alle, wollen unbedingt ein paar dieser Schuppen in die Hände bekommen, um damit zu arbeiten. Beginnt mit dem Welpen. Ihre kleineren Schuppen sollten biegsamer sein und uns dabei helfen, unsere Techniken zu verbessern. Wir sollen Welpen töten? Ganz toll. Nächstes Mal haben wir mehr für euch. Ich bin bereit. So. Ungeziefer. Glutrecht wirft einen misstrauischen Blick auf die Protodrachen, die hinter ihr auf dem Gebirgskamm lauern. Ich könnte schwören, dass diese Protodrachen jedes Mal, wenn ich ihnen den Rücken zuwende, näher an das Lager herankommen. So wie dieses Spiel, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Das sind nicht die Drachen, die Evisian uns hier vorstellen wollte. Die Protodrachen sind skrupellose Raubtiere, mit denen man nicht verhandeln kann. Wir müssen ebenso skrupellos sein. Dezimiert ihre Zahl, um ihre Kühnheit zu mäßigen. Sonst ist diese Expedition zu Ende, bevor sie richtig begonnen hat. Alles für Verbündete. Ich schlage vor, wir bleiben in Bewegung. Ebysian sagte, dass Furorion oben auf dem Hügel bei der Botschaft auf uns wartet. Hoffentlich wird sie angegriffen. Ich könnte einen Kampf vertragen. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Aber ich würde tatsächlich am liebsten erstmal zu den Pfadfindern gehen und unterwegs einfach alles töten, was sich so ergibt. Kommen wir wieder in die Luft. Ignoriert mich. Oder auch nicht.
Funktioniert das so? Oh mein Gott. Eine Flamme? Wieso mache ich schon mal Schaden? Aber ich glaube, die Schadensdinger sind hier, oder? Feueratem. Ja, da muss ich da schauen. What? Shit. Ich weiß gar nichts mehr. Moment. Ach, ganz kurze Pause. Na. So, da bin ich wieder. Jetzt müsste das schon ein bisschen besser funktionieren. Ich habe mir jetzt mal hier eine neue Leiste gemacht mit überwiegend Schadenszaubern. Boah. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und let's go. Okay, das habe ich schon mal falsch gemacht. Ah, das war richtig. Oh mein Gott. Eine neue Klasse zu lernen. Boah, ist jetzt nicht so easy. Aber egal. Ich habe nie behauptet, ich sei ein Profi in irgendwas. Tschüss. So, diesmal versuche ich es richtig. Also ich muss es lassen. Okay. Wen haben wir denn da? Entschuldigt, Drachenknochen. Es gibt noch viele andere Gerippe, die ihr untersuchen könnt. Aber mich gibt's nur einmal. Pfadfinderin Poppy sagt, ich werde diese Knochenfragmente zu unserem Lager bei der Botschaft bringen. Danke. Kein Problem. So, dann legen wir uns mal mit denen an. Das ist jetzt gut. Und zack. Wie macht es mehr Sinn, das hier zu haben? Oh, ein Rare. Oh, schon wieder falsch gemacht. Oh je. Nein, bleib stehen. Wir verteidigen diese Welt gemeinsam. Stein. Was waren das für Steine? Alles klar. Fast wäre ich als Protodrachenfutter geendet. Wie aufregend. Wartet nur, bis Lazi von diesem Abenteuer erfährt. Warum so happy? Oh, nee, das will ich nicht. Okay, wartet mal. Tiefer Atem. 2 Minuten Ablenkzeit. Machen wir das lieber so. Spontan. Dam, dam, dam. So? Das ignorieren wir mal und versuchen noch einen Forscher aus der Not zu retten. Okay. Oh je, das sieht ja immer schlimmer aus. Oh shit. Oh, was ist das? Ja, sieht ja mal cool aus. Oh, schade, dass ich kein Jäger bin. Hätte ich ihn überhaupt zähmen können? Als Drachen?
Danke für die Hilfe, Kumpel. Die nächste Höhle, die ich entdecke, werde ich nach euch benennen. Höhle des Aki. Klingt doch gar nicht so schlecht. Alles klar. So, dann müssen wir tatsächlich noch diese Ads töten. Yo, ich muss sagen, ich brauche tatsächlich ein bisschen länger, um da reinzukommen, als ich dachte. Ich dachte, ich mache das so easy peasy. Aber ist ja tatsächlich nicht mehr viel, bis ich meine Schurken spielen kann. Ich hätte mir tatsächlich auch am liebsten eventuell einen anderen Charakter geholt, aber keiner ist tatsächlich Stufe 60, was ja leider Voraussetzung ist. Von daher muss ich wohl mit ihm vorlieb nehmen. Was ich auch super toll fand bei dieser Quest, bei diesem Startgebiet da, dass man eben auch actually, wenn man Heiler spielt, auch tatsächlich Heileraufgaben bekommen hat. Das fand ich ja fast schon revolutionär, könnte man sagen, denn vorher war das eigentlich so, du musst DPS oder Tank spielen und dann später, wenn du nur noch Dungeons machen willst, kannst du dann halt mal auf Heiler umswappen. Aber vorher war das halt echt nicht zu empfehlen und richtig Pain, außer du warst jetzt, weiß ich nicht, Disziplinpriester oder so, da ging es tatsächlich noch. Aber ansonsten war Heiler zu spielen eigentlich immer doof. Also so habe ich es zumindest empfunden, wenn man questen möchte. Und es war eigentlich immer nur so eine Instanzrolle und so. Haben sie scheinbar auch komplett geändert. Aber klar, man kann jetzt hier auch nicht die ganze Welt durchspielen und damit nur, ja, und das nur durch Heilen schaffen. Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen lehn. Da werden die. Eure Bekanntschaft zu machen, Sendrax. Grüße! Ah, da werden die Quests halt tatsächlich nur heile den, ja, keine Ahnung, verbinde das. Das wäre auch ein bisschen lame. Was habt ihr in Erfahrung gebracht? So, die Drachen sind nicht hier, um uns zu treffen, wie Evisian versprochen hat. Evisian? Wie hat sie gesagt? Egal. Denkt daran, Entdeckungen sind magisch. So, das nehmen wir aber noch nicht an. Unsere Befehle waren eindeutig, Shuya. Wir haben andere Bedrohungen, die uns Sorgen bereiten. Okay. Ihr nennt das eine Uniform? Das sollte sie eine Weile lang davon abhalten, die Expeditionslager anzugreifen. Auf den Dracheninseln gilt, fressen oder gefressen werden, Aki. Das solltet ihr euch merken. Zurück zum Training. Cool. So, noch eine Quest zum Abgeben. Interessiert an feinsten Waren? Hat ihr die Schuppen schon? Die Alchemisten werden langsam unruhig und das macht mich immer so nervös. Stellt eure Waren mit Sorgfalt her. Boss Margo untersucht die Schuppen sorgfältig. Unsere Handwerker werden sie gut brauchen können. Danke. Sagt mir, wenn ihr mir wart. Sehr schön. Aber ich muss zwar einiges rausschneiden, nichtsdestotrotz nehmen wir schon 40 Minuten auf. Und dann würde ich sagen, das reicht fürs Erste. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Es freut mich sehr, dass ihr auch bei diesem Let's Play mit dabei seid. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Ich habe jetzt tatsächlich, also das ist jetzt die dritte Folge, die ich hintereinander aufnehme. Vorher waren es die zwei Folgen mit der Schattenpriesterin. Das ist echt ein bisschen viel und ein bisschen anstrengend. Wie gesagt, ich dachte mir, ich lade vielleicht zwei Schattenpriesterinnen Priest Let's Plays hoch und dann noch ein Schurken Let's Play, was jetzt irgendwie ein Rufer Let's Play ist zuerst, aber ist ja auch egal. Jedenfalls glaube ich, ich mache es doch lieber so, dass ich von jedem nur ein Let's Play hochlade. Egal, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall liken, kommentieren, abonnieren, wenn euch danach ist. Und auch ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die ihr gerne sprechen möchtet im Stream, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich gehe super gerne auf die Kommentare ein. Ich freue mich sehr darüber. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.
Ciao, ciao.